Hallo, ich bin Daniel von Tablet.de und heute habe ich das iPad 2 hier. Und zwar in der 32 GB Wi-Fi-Version in Schwarz. Und das möchte ich euch gerne im Unboxing-Video zeigen. Ja, der Karton ist ziemlich einfach gehalten. Man sieht auch, es steht einfach nur iPad drauf, nicht iPad 2. Machen wir das mal auf. Und da ist es. Spiegelt eigentlich hauptsächlich. Ja. Tolles spiegelndes Display. 9,7 Zoll groß. Ja, es ist dünn. Schauen wir uns das gleich an. Erstmal die Verpackung. Wir haben hier ein Ladegerät. Dann ein Ladekabel und ein paar Leaflets. Nichts Besonderes, ein paar Sticker, mehr nicht. Und wir haben keine Kopfhörer mitgeliefert. Ja, das heißt, man muss sich Kopfhörer besorgen. So. Gut, machen wir mal die Folie ab. Also da ist es. Es ist dünner geworden, wie man hier sieht. Das spürt man auch. Es ist ein bisschen leichter geworden. Diese abgerundeten Ecken, die gibt es jetzt. Ja, sind halt rund. Fühlt sich wirklich gut an. Wie man auch sieht, das spiegelt total. Also man kann es wahrscheinlich kaum benutzen in der Sonne. Hier haben wir die Kamera. Das ist eine Webcam für FaceTime. Dann haben wir oben hier das Mikrofon für die Webcam. Dann hier den 3,5 mm Anschluss für die Kopfhörer. Powerknopf. Dann hier noch eine Kamera für hinten, die 720p Videos aufnehmen kann. Lautstärkeregelung und Mute-Button. So, dann hinten ein schwarzes Apple-Logo. Und wie man sieht, das ist die 32 GB Variante. Unten Lautsprecher. Ich glaube, das sind sogar Stereo-Lautsprecher, die nebeneinander gesetzt sind. Dann den 30-Pin-Connector. Und ja, das war's auch schon. Und unten den Home-Button. Machen wir das mal kurz an. Das Display ist übrigens gleich geblieben, das sind 9,7 Zoll. Das ist ein tolles IPS-Display mit toller Blickwinkelunabhängigkeit. Die Auflösung ist auch gleich geblieben, leider, aber dafür soll es deutlich schneller sein. Mit okay, iTunes. Ja, wie gesagt, deutlich schneller mit Dual-Core-Prozessor, 2x 1 GHz und 512 MB RAM. Schließen wir es mal an. So, da bin ich wieder im Hauptstadtstudio von Tablet.de mit dem iPad 2 frisch eingerichtet, bei iTunes aktiviert. Ich würde sagen, wir schauen uns zuerst die Größe an. Also wie gesagt, es ist deutlich dünner geworden. Diese runden, abgerundeten Kanten sind toll zum Anfassen, also es ist wirklich gut zum Halten. Ja, so als kleiner Größenvergleich, das Samsung Galaxy Tab. Das ist ungefähr nur halb so groß, sogar ziemlich genau. Ja, 7 Zoll im Vergleich zu 9,7 Zoll ist also etwa halb so groß. So, dann kann man natürlich auch sehen, wie dünn das geworden ist. Also es ist ein gutes Stück dünner als das Galaxy Tab. Und ja, es fühlt sich wirklich gut an.
Dieses Glas macht einen guten Eindruck, auch wenn ich schon nach 2 oder 3 Tagen einen Kratzer hier habe. Beim Samsung Galaxy Tab ist mir das noch nicht passiert und das habe ich schon seit November. Gut, hinten, das zerkratzt auch leicht, habe ich auch schon einen Kratzer reingesetzt. Aber ansonsten fühlt sich das wirklich gut an und ja, knarzt nichts. Wie gewohnt von Apple, super Verarbeitungsqualität. So, dann schauen wir uns am besten mal die Apps an, die Apple vorinstalliert hat. Wir haben hier den Kalender in 4 verschiedenen Ansichten. Hier sieht man die ganzen Geburtstage. Dann kann man natürlich auch eigene Kalender erstellen oder vom MacBook oder Outlook importieren lassen. Gibt es natürlich noch die Kontakte. Alles die gewohnten iPad-Apps, die das iPad 1 auch schon hat. So, Notizen. Kann man wunderbar nur Notizen schreiben. Da sieht man auch gleich die Tastatur. Also man kann so, na, mit der Kamera im Genick ist es nicht so einfach. Man kann die Tastatur wunderbar mit den Daumen bedienen. Habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, deswegen habe ich auch auf diese 7 Zoll Größe vom Galaxy Tab so geschworen, weil die einfach toll zum Daumentippen ist, aber das geht hier auch. Die Tastatur im Querformat sieht dann anders aus und kann man dann mehr oder weniger mit den Zeigefingern und Mittelfingern tippen. So 10 Finger schreibweise funktioniert da nicht wirklich. So, dann haben wir hier natürlich Karten. Da haben wir gerade Athen. Kann natürlich suchen und Route berechnen lassen. So, das WLAN scheint ein bisschen langsam zu sein. Was habe ich hier? Nein, heute mal nicht. Also wenn es denn geladen ist, funktioniert das Reinzoomen wirklich schnell. Ja. So. Das ist übrigens die Wi-Fi-Variante, also hat es keinen GPS integriert, sondern es wird netzbasiert gesucht und zwar mit Wi-Fi. So, dann Videos. Kann man wunderbar Videos schauen, einen Film zum Beispiel. Social Network durchaus zu empfehlen. Kann man auch gleich den Lautsprecher testen. Ich könnte einen $20 PC entwickeln, dem oderen beitreten. Oder einem Final Club. Oder einem Final Club. Aus weiblicher Sicht ist es manchmal gut, nicht in einer A-Cappella-Gruppe zu singen. Ich mein's ernst. Andererseits stehe ich auf Typen, die rudern. Nun, ich kann nicht rudern. Mein Scherz. So, also wie gesagt, wir haben hier hinten einen Stereo-Lautsprecher. Der liefert ehrlich gesagt, was ich auch nicht erwartet habe, einen tollen, leicht voluminösen Klang. Also anscheinend wird dieser ganze Körper, also das iPad als Resonanzkörper benutzt und dadurch hat der Klang so ein relativ gutes Volumen für die Größe, finde ich. Gehen hier mal in den iPod. Suchen wir uns mal ein Lied. Also die Bässe kommen auch relativ okay rüber. Man darf jetzt keinen super Klang erwarten, aber für die Größe finde ich das doch schon relativ gut. Bis sehr gut. So, was wollen wir nehmen? Ach, die Scorpions. So, also man hört auch, es ist ziemlich laut. Das ist deutlich lauter als das Samsung Galaxy Tab. Die Qualität ist deutlich besser. So ein bisschen was mit Bass. Ja. Also wie gesagt, ziemlich guter Lautsprecher, hätte ich nicht erwartet. Ja, dann gibt es hier
den iPod. Musik, Podcast, Hörbücher kann man alles auswählen. Wie auf dem Rechner, man kann auch eigene Playlists erstellen. Machen wir jetzt nicht. Dann gibt es natürlich auch Genius. Wählt man einen Titel und dann werden ähnliche Titel als Playlist hinzugefügt. Und ja, dann unten Titel, Interpreten, Alben und so weiter. Also tolle iTunes-Umsetzung auf dem iPad. Aber wie gesagt, auch nichts Neues im Vergleich zum iPad 1. So. Ja, was natürlich neu hinzugekommen ist, ist FaceTime. Und zwar benutze ich hier die Frontkamera. Und auch die hintere Kamera kann man hinzuschalten. Was hier leider nicht geht, weil man erst seinen Kontakt anscheinend auswählen muss. Deswegen beenden wir das. Dann wie gesagt die Kamera. Also das iPad 2 hat jetzt auch zwei Kameras. Dafür gibt es die Kamera-App. Das ist einmal hier. Danke Tom, dass du die Kamera machst. Und dann kann man nochmal die rückwärtige Kamera benutzen. Sieht man schön das Setup. Und ja, damit kann man Fotos machen und 720p Videos aufdrehen. Und ja, ist doch eine tolle 9,7 Zoll große Kamera. Dreh mal bitte. Genau, der Balken bleibt immer unten. Das ist zweihändig ein bisschen ungünstig. Also du musst zweihändig aufnehmen. Ja. Mit deinem rechten Daumen kommst du jetzt nicht unten an. Nee. Du musst umgreifen. Und jetzt schauen wir uns mal Fotobooth an. Da sieht man auch ganz schön, die Leistung, die das iPad hat, das sind jetzt 9 Bilder, 8 davon mit extra Effekten versehen und das passiert alles gleichzeitig, also die GPU-Power ist wirklich ziemlich gut. Die Effekte kann man natürlich wunderbar mit Multitouch anpassen. Zum Beispiel hier. Ich kann auch die rückwärtige Kamera nehmen. Und die iPad-Verpackung oder auch nicht. So. Und dann gibt es natürlich noch den Browser. Hier ein Bild von Flickr. Dann gehen wir mal auf tablet.de. Also wie man sieht, der Browser ist sehr schnell. Da hängt das Samsung Galaxy Tab, was ich habe, deutlich hinterher. Also wie man sieht, es hat das schon geladen. Ja, Flash funktioniert natürlich nicht, aber dafür werden die Videos, die YouTube-Videos wunderbar auch so angezeigt, werden wir gleich sehen. Und zwar hier kann man wunderbar abspielen lassen. Entweder im Fenster. Hey guys, this is Joanna from Gadget. Oder einfach vergrößern und im Vollbild sehen. Gleichzeitig geht es natürlich nicht, aber. Ja, also YouTube-Videos, alles kein Problem. Hier wären zum Beispiel noch zwei Flash-Videos, die sieht man leider nicht. Also Flash, immer noch ein Problem auf dem iPad. Und das wird wahrscheinlich auch nicht behoben werden. So, was kann ich noch zeigen? Es hat sich ja sonst kaum was verändert, außer der Geschwindigkeit. Ja, vielleicht zur Performance kann ich noch Real Racing 2 in HD zeigen. Das ist ein wirklich tolles Spiel mit einer super Grafik. Es gibt auch ein Video im Internet. Da wird gezeigt, wie es auf einem Full-HD-Fernseher gespielt wird. Da hat man den Sound des Lautsprechers auch nochmal gehört. Also der ist wirklich ziemlich gut. Machen wir es mal leiser. Und fahren wir mal eine Runde.
Also die Grafik ist wirklich gut. Also wirklich beeindruckend, wie man gleich sehen wird. Vor allem in den ganzen YouTube-Videos, die ich gesehen habe. Ja. Ja, wie gesagt, in den ganzen YouTube-Videos, die ich vorher gesehen habe zu Real Racing 2, habe ich nicht gedacht, dass die Grafik wirklich so gut ist. Aber wenn man es dann in real, also in der Hand hält, dann ist es wirklich beeindruckend, was in so einem Gerät, mit so einem Gerät möglich ist. Ich kann die Kameras wechseln. Das Ganze hat noch ein Schadensmodell. Also die Autos sind wirklich detailliert aufgebaut und die Umwelt auch. Also wirklich tolles Spiel, wirklich empfehlenswert, ist die 7,99 im App Store auf jeden Fall wert. Das war das Unboxing-Video zum iPad 2 und meine ersten Eindrücke. Ich bin Daniel von tablet.de und vielen Dank fürs Zusehen.